Ja, herzlich willkommen jetzt zu dem Video, wie versprochen, spirituelles Malen zu oder an Halloween. Und ich bin Karin. Ja, hallo, ich bin's, Else. Ja, du hast recht, Karin, es ist wirklich ein unglaublich spannendes Thema. Gerade an Halloween ist die Anderswelt ja sehr durchlässig und es lohnt sich allemal, jetzt mal wirklich rauszugehen, Mutter Natur zu spüren oder auch einen super Kontakt zum eigenen Avatar herzustellen. Ja, das Thema eignet sich natürlich wunderbar, um ein Stück weit auch so um die innere Führung zu bitten, ne? Und vom Material oder vom Malen her ist es jetzt sehr locker gehalten. Also der Stift, also wir haben ja begonnen mit Kugelschreiber. Und es sollte auch, oder ich empfehle, gerade wenn es um innere Führung geht, wenn es um spirituelles Malen geht, tatsächlich dann viel Wasser zu benutzen. Es sind Aquarellfarben. Auch haben wir zusammen, also Else und ich, versucht, den Kopf auszuschalten, also das Denken auszuschalten und wirklich vielleicht vorher noch mit einer kleinen Meditation beginnen. Das hatten wir ja heute in der Früh schon gemacht. Und lass es fließen, ja. Lass es fließen, schalte den Kopf aus, ab. Ja, ich bin doch seitdem Else mit an Bord ist, bin ich ein bisschen nervös. Ja, Else, wen male ich da eigentlich? Ich habe ja keine Ahnung, wen ich da zeichne oder male. Vielleicht kannst du mir mal weiterhelfen. Ja, Karin, das bin ich in jungen Jahren, die du da zeichnest. Da war ich sehr, sehr jung. Und zu jener Zeit hatten wir zwei auch noch wirklich keinen Kontakt, ne? Der Kontakt kam ja erst wesentlich später. Da warst du ja schon viele, viele Jahre trocken und clean und hast ja so langsam begonnen zuzuhören. Ja, und das ist in sehr jungen Jahren. Und ja, du hast es ja angesprochen, Halloween eignet sich wirklich hervorragend, um einen Kontakt mit der Anderswelt herzustellen oder ja, oder auch seinen Ahnen mal zu danken, ja, Fragen zu stellen, die Zukunft ein Stück weit zu erfühlen, zu ertasten. Das alles ist möglich an Halloween, aber natürlich auch noch am nächsten Tag. Also die Anderswelt, das ist ja nicht, man muss sich das nicht vorstellen wie so eine Uhr, wie so ein Kalender. Anderswelt ist geöffnet von heute, von Montag bis Freitag, von 17 bis 18 Uhr. Nein, natürlich nicht, so funktioniert es nicht. Sondern die ist ja auch noch morgen, übermorgen, die ganze Zeit. Die jetzige Zeit ist durchlässig. Ja, ich möchte ja heute Nacht gern um 12:01 rausgehen, oben zu uns oder in den Wald. Begegnet mir dann irgendetwas, Else? Muss ich da irgendwie was beachten, wenn ich heute bei Halloween rausgehe in der Nacht? Zu Mitternacht, wohlgemerkt. Nachher begegnet mir, ach, was weiß ich alles. Nein, liebe Karin, ich bin doch bei dir. Dir kann nichts passieren, wenn du den Kontakt zu mir immer beibehältst. Dann bist du immer in Sicherheit, dann kann dir nichts passieren. Das heißt, dann gucke ich schon, sollte es brenzlig werden, dann, dass du erst gar nicht in den Wald gehst. Vertrau mir, ich bin bei dir. Also, tschüss. Euch allen schönes Halloween. Ja, auch von meiner Seite her alles Liebe, schönes Halloween und bis bald.